So, wir brauchen einen Entstrahlebogen, damit wir hier, wenn wir im Camp sind und uns vollständig entstrahlen wollen, keine Redaways verschwenden müssen. Also, wo können wir den finden? Den Entstrahlebogen. Bei Sonstiges, das ist mein erster Tipp. Sonstiges würde ich persönlich unter Sonstiges kategorisieren. Wunderbar. Hier irgendwo an der Tür ran, wo noch Platz ist. Vielleicht die Snare Drums weg oder so. Oder gleich hier so als zweiter Zugang. Ja, ich finde, das sieht da ganz stimmig aus, ne? Hier abgeschnitten, genau. Flop. Aber wir dürfen das Ding natürlich nicht vergessen auszuschalten. Wie schalte ich? Braucht man da einen separaten Schalter, den man selber basteln muss oder so? Ja, ne? Sowas habe ich noch nie gemacht. Ansonsten läuft der dauerhaft. Das wäre ungünstig. Also müssen wir jetzt hier irgendwo Strom abzapfen. Aber vorher noch. Vorher noch. Genau. Vorher noch einen Schalter montieren. Eieiei, das ist ja wie bei Minecraft. Das ist ja irre. Damit habe ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Wo macht man das denn? Geräte, Lichter, Stromanschlüsse. Stromanschlüsse? Stromanschlüsse tatsächlich. Nee, es soll schon ein richtiger Schalter sein. Kann ich das hier direkt anbringen vielleicht? Ja, kann gerne so ein bisschen kryptisch aussehen. Haben wir? Gilt das? Ja. Und hier nach da ist das nicht korrekt. Nicht korrekt. Stopp. Funktioniert der jetzt? Habe ich mir fast gedacht. Nee, das war jetzt nicht das Rätselslösung. Ich habe sonst noch nie manuellen Schalter angebracht. Nach so vielen Stunden. Okay, dann nochmal ganz kurz abreißen, bitte. Wenn ich das jetzt hier anbringe, läuft er die ganze Zeit, richtig? Oder? Oder muss ich den trotzdem noch... Huah! Nee, der muss generell einen Schalter bekommen, ne? Ist hier noch ein zweiter, separater Eingang? Das ist ja kurios jetzt. Muss ich erstmal drauf klarkommen. So, einmal bitte nochmal abreißen. Nur das Kabel. Nur das Kabel. Das ist ein Schalter. Das ist genau das, was ich eigentlich gesucht habe. Ja. Was? Beliebiger Schalter? Ach, guck mal. Das brauche ich, ne? Ja, das ist es. Und hier eingeschalteter Energiepylon-Tastenfeldzug. Nee. Wobei wird auch ganz lustig, ne? Aber das müsste ich dann doppelt schalten. Das bringt ja dann auch nicht das, was ich haben möchte. Aktiver Lautsprecher. Spielt beim Einschalten einen melodischen Ton. Verwende ein angeschlossenes Terminal, um die Tonhöhe zu... Sowas gibt es hier? Oh mein Gott. Und ich habe mir... Und ich habe mir Horizons für Fallout 4 eingestellt. Also gemoddet. Wie soll ich denn darauf zurechtkommen? Nee, ich nehme den beliebigen Schalter. Damit komme ich klar. Das sieht sehr einfach aus. Auch wenn das hier so ein bisschen... Naja, ein bisschen komisch jetzt aussieht dann. Na, wo kriegen wir den Schalter hin? Ich würde ihn schon gerne davor haben, wenn möglich. Hier so, na, na... Ein bisschen angewinkelt. Es kann auch so ein bisschen jetzt da reinglitschen. Das ist nicht so schlimm, solange wir die Kabel noch angebracht kriegen. So, zack. Das ist jetzt aber auch schon, ne? So, und jetzt kann ich das Ding einschalten, richtig? What? Warum läuft denn das Teil nicht? Das ist ja kurios. Warum funktioniert das nicht? Jetzt ist an. Ja, aber... Oh, ich glaube, wir haben zu wenig Saft, ne? Der ist hier begrenzt. Wie viel bringt der hier? Produziert 12. Oh nein. Aber haben wir nicht jetzt hier noch eine zweite Stromquelle? Aber die wird auch nicht genug bringen, glaube ich. Produziert 12. Das ist nicht genug. Wir haben Strommangel hier unten. Was, noch eine Atombombe? Das ist ja verrückt. Das ist ja total crazy. Achtung, Bürger.
produziere ich denn jetzt hier unten Strom mit dem Generator, aber das müffelt auch ohne Ende. Generator bitte. Ah, hier, guck mal. Könnten wir auch noch anbauen. Einfach nur genug irgendwo hinstellen. Ja, natürlich. Wir gucken einfach. Wir schalten die Dinger in Reihe und dann wird das Ding schon irgendwann angehen. Flop. Und rangeschalten. Na? Und außerdem, der ist hier gar nicht in Benutzung. Kann ich den noch umsetzen? Was habe ich mir denn dabei Ach so, weil die Lampen... Ja, die Lampen, ne? Jetzt hier ein Kabel reinlegen, das wäre auch nicht so cool. Na, dann baue ich lieber noch ein. Aber auch hier ist unser Baubudget natürlich begrenzt. Läuft das Ding schon? Hätte ich mitbekommen. Wie sieht der Schalter aus? Ist on. Mach mal lieber aus, ne? Nicht, dass ich dann, ne, hier zu hart überrascht werde. So, hier. Geil, reicht das jetzt? Ich will auch schwer hoffen. Also ein Generator hier unten wäre doch irgendwie total inimmersiv. Es reicht immer noch nicht. Es reicht immer noch nicht. Immer noch rot. Schande, Mensch. Vielleicht hätte ich doch einfach einen Generator basteln sollen. Aber der nimmt auch so viel Platz weg. Zack. Und läuft die Dusche. Ist doch alles verbunden hier, ne? Das müsste doch alles. Jetzt habe ich sogar den Schalter angelassen. Vielleicht liegt es auch an der Schaltung. Ich überbrücke das mal ganz kurz. Das ist ja ein spannendes Thema hier, muss ich wirklich sagen. Das habe ich noch nie gemacht vorher. Und jetzt... Okay, es lag am Schalter. Wir werden nie herausfinden, inwieweit wir zu wenig Strom in Wirklichkeit hatten. Wahrscheinlich hätte der dritte gereicht. Aber ich ist okay, ne? Für zukünftige Bauprojekte brauchen wir schon so ein bisschen mehr Saft. Okay. Mhm. Ja. Warum geht das mit dem Schalter nicht? Warum? Oder habe ich... Naja, warte mal, stopp. Wir hatten ja keinen Saft gehabt, ne? Vielleicht geht's doch so einfach, wie ich mir gerade vorstelle. Aber ich glaube, ich konnte nicht mal die Kabel vernünftig... Wie sieht denn das aus? Aus Testgründen lassen wir das kurz mal stehen. Ja, das geht doch. Okay. Ah! Okay, genau so machen wir das jetzt. Dann brauchen wir nicht das große Ding hier stehen behalten. Na, nee, nein, nein. Du warst da vorne dran. Wir haben es alle gesehen. Alle... Nee, du bist jetzt drin, das wollen wir auch nicht. Komm schon, jetzt. Zieh das doch hier nicht unnötig in die... Das sieht gut aus. Wie reingeschweißt. Finde ich gut, ne? Ah, endlich duschen. Hella. Oh, warte mal, stopp. Verdammt. Bin ich im... Oh, ich war nicht im richtigen Lot. Oh Gott. Habe ich eine Mutation verloren? Stand das gerade irgendwo? Oh Gott. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber jetzt. Jetzt sind wir im richtigen Loadout. Oh, wie viel Redaways wir jetzt sparen. So gut. So gut. Klasse. Hätten wir das auch geklärt. Full Health Waffe bitte einpacken. Wir brauchen natürlich, brauchen wir nicht die Klopperina, sondern Van de Klop für Full Health. Haben wir noch genug Munition? Vielleicht? Ja, nein. Eventuell. 600 Schuss kommt mir gerade ein bisschen wenig vor. Wie viele Fusionskerne haben wir? Ach, genug. Davon haben wir genug. Wir brauchen aber Munition. Ich möchte mir ja auch hier unten Munition herstellen können. Ein für alle Mal. Herstellung. Bastelwerkbank. Öl. Ach, come on. Echt jetzt? Echt jetzt? Wirklich? Ist hier irgendwas aus Öl oder so? Froschi, du vielleicht? Nee, gut, ganz kurz. Nee, das machen wir als letztes. Nee, das vergesse ich wieder. Nee. Wir machen das lieber mal gleich. Ding Dong, Munition herstellen. Und zur Abwechslung sind die Vorhänge zur Toilette mal zu. Ich hoffe, wir haben genug Kram da. So, einmal bitte Munition herstellen. 5-5-6er. Stopp, Munition habe ich gesagt. 5-5-6er. Yay. Oh. Blei. Ja, es ist Blei. Haben wir noch ein bisschen Bleierz da? Nur ein ganz klein bisschen. Bitte. Oh, wie viel Munition haben wir jetzt? Munitionsfabrik hat schon ihr Werk vollzogen. 5-5-6er. Na.
Da, 1000 Schuss, das muss aber reichen. Für eine Daily Ops, dicke. Ne? Am Ende kriegen wir ja wieder was zurück. Und by the way, stimmt, ich habe noch eine andere Mod installiert. Machen wir das jetzt modifizieren und reparieren. Und zwar habe ich den Standard-Skin von unserem Rucksack ausgetauscht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ne, funktioniert nicht. Es sei denn, die Vorschau hier ist nur buggy. Ja, es ist der Standardrucksack eigentlich. Es ist der Standardrucksack. Warte mal, stopp. Alle Mods werden entfernt. Er meint das Skin, ne? Das ist ein Standardtext gewesen. Oh nein, ich glaube. Ja, die Mod hat nicht funktioniert. Ich muss nochmal gucken. Der sieht dann ein bisschen cooler aus. Schande. Und jetzt? Und jetzt steht er am Tisch. Nein. Und jetzt? Aber einen Thunfisch muss man nicht tun. Und jetzt kann ich nicht wieder den Rucksack zurückbauen, weil uns was fehlt. Richtig. Wir müssen einen anderen Rucksack nehmen. Ist aber nicht so schlimm. Wir kriegen schon irgendwann unser Öl. Welchen wollen wir nehmen? Den roten mal wieder zur Abwechslung. Warum eigentlich nicht, ne? Passt sehr gut zu dem Outfit. Gut, alles klar. Dann können wir uns ja jetzt richtig ausgiebig puffen. Wir fangen mit dem Nickerchen an. Wie immer. Hey, Boss. Du passt schön auf mich auf, ne? 3, 2, 1. Nickerchen. Intelligentes Glücksspiel. Wir können es ja einmal zu Ende angucken. Ist eigentlich sehr lustig. Hält 30 Minuten. Ist ähnlich wie bei den anderen Campers, richtig? Also außer das Schlafen natürlich. Cool! Wunderbar! Glück abholen! Glücksspiel! Gitarre spielen! Boxen, Boxen, Boxen! Und ein Glück habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Gerade ist Mottenmann, das müssen wir doch heute auch noch spielen. Wir buffen gleich weiter, keine Panik. So, Kloppy-Loadout, Pfande Klopp-Loadout. Vielleicht die nötigsten Essensbuffs schon mal einschmeißen. Jopp, jopp, jopp. Hirnpilzsuppe, Mutterbeerensaft. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr aufpassen, ne? Nee. Wir können alles, was wir hergestellt haben, runterkochen. Wie gut, Mensch. Los, los, los. Ritueller Scheiterhaufen an der Kirche. Sieht alles gut aus. Oh, und es läuft wieder wie... Naja, wie ich am Sonntagmorgen. Kommt zu euch, ne? Ist ja was Schönes, Mottenmann-Ei. Brauchen wir gerade nicht. Hi! Boom! Hi, 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 hi. Die erste Action in der Aufnahme. Machen wir. Ist gebongt. Und wir sind full health. Oh! Heftig. Na, noch mehr vielleicht. Irgendwo hier. Wir greifen von allen Seiten an. Ja, das will ich doch auch hoffen, Mensch. Hat das ja einer selber gebaut? Hat die einer sein Camp gebaut oder steht das jetzt immer hier? Das sieht so Mottenmann-kultig aus. Das sind Püppchen, ne? Interessant, interessant, interessant. Weiter, weiter, weiter. Ah, meine schöne Moni, Mensch, die brauche ich doch für die Daily Ops. Aber wir kommen schon zurecht. Wahrscheinlich. Hi. Weggezimmert. Immer noch das Mottenmann-Ei. Brauchen wir nicht. Oh, was hat der denn bitte? Schon haben wir ordentlich Energie verloren. Ja, weil wir keine Power-Rüstung tragen. Aber ein Glück sind wir Full Health. Läuft doch gut hier. Aber die richtige Action war doch da drüben, ne? Und wenn ich mich recht erinnere, wir flitzen mal rüber. Und das lief hier schon 10 Minuten. Haben wir ein Schwein, Mensch. Aber wirklich, sind die dicken Todeskrallen schon da? Nicht erschrecken, ich bin's nur. Der Leo, verstrahlte Grüße. Da, da ist schon wieder eine Todeskralle. Wo ist sie hin? Ich geh mal in die Hocke. Da hinten. Ah, die hier nehme ich. Volle Kanne. Oh, 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 oh. Alter Schwede, wie lange können wir denn bitte mit Van de Klopp hintereinander ballern? Irre. Crazy. Da geht richtig was ab. Und wenn wir jetzt nur mal rein theoretisch da so ein Trommelmagazin raufzimmern würden, ne? Dann hätten wir nie wieder Munition, glaube ich. Weil das würde ja auch vervierfacht werden. Richtig? Ich glaube schon. Der Weise nähert sich.
Okay, cool. Wollt gerade noch was checken. Mir wurde letztens von euch in die Kommentare geschrieben, dass ich das Magazin nicht überarbeitet habe. Es war eine ältere Folge. Ich glaube, das war die Ersatzfande, glaubt, die wir dann aber doch nicht genommen haben. Wir wollen auch. Warte, stopp. Emoji-Spam. Unsere Lieblingsbeschäftigung. Oh, unser Jetpack funktioniert auch wieder. Hervorragend hier. Das war's schon, ne? Hallo Mottenmann, noch mehr EP. Du bist unser Einladung. Glaube ich, weiß ich nicht. Führe Freudentänzer auf, okay, ja. Wir sind noch nicht fertig. Hier konnten wir durchspammen. Ein und das gleiche Emoji. Richtig? Oder war doch schon durch? Und der Zähler kam nicht hinterher, ist gut möglich. Hallöchen. Ist der neu? Kann das sein? Und hier, Baupläne. Ich nehme sie mal mit, ne? Wobei. Naja, wir sortieren später aus. Hervorragend, Mensch. Danke, danke, danke. Aber wir müssen uns jetzt weiter buffen. Fahrrad fahren. Gewichte stemmen. Aber 670 Schuss, das ist echt nicht viel. Wir brauchen eine andere B-Waffe. Wir sind Full Health. Wir können hiermit gerade wenig anfangen mit der Rache von Foundation. Die wird nicht so richtig gebufft. Groggy ist... Naja, Groggy. Ja, stimmt. Kannst wieder zurückkommen. Rache von Foundation für später. Um sie ist auch bloody, ne? Jupp, jupp, nein. Vierfach... Schrotflinte. Ach nee, wir gehen dann in den Nahkampf über, würde ich sagen. Und dann und dann und dann. Blitzi könnte man auch mitnehmen. Nee, 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 ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja, genau, klasse. Powerrüstung bitte. Die Hellcat. Und dann müssen wir mal gucken, gibt es hier zufällig gerade ein Team? Nein, da machen wir eins auf. Einmal bitte Team verlassen. Und eine Daily Ops Gruppe aufmachen. In die Rüstung steigen. Na, jetzt bitte. Ladehemmung. Und da ist auch schon der erste Mensch. Es kann direkt losgehen. Einmal bitte rüber ins Daily Ops Gebiet. Flup, flup, flup. Oh, und ich habe es gerade gesehen. Wir hätten doch auf jeden Fall Blitzi mitnehmen sollen. Es sind die Gegner, die getarnt sind, wenn keine Angriffe erfolgen. Gut, dann können wir ja gleich in den Doppelhand-Nahkampf-Modus gehen. Schön, eine Nahkampf-Daily Ops. Und hier drinnen schneit schon wieder. Was für eine geile Power-Rüstung, ey. Welche ist das? Schön anleuchten. Ja. Thumbnail. Alles cool? Hallöchen? Na? Sehr gut, sehr gut. Dann können wir auch mal die Traubenmantas nehmen, wenn wir wollen. Aber Ballistikbock können wir uns sparen. Ich glaube, alles wirkt noch, ne? Mega Joe kommt vielleicht auch noch nach. Da ist er schon. Klasse. Ab wann können wir die Lunchbox nehmen? Sag jetzt, ne, wenn er einmal nachgeladen wurde. Hilfsmittel. Lynchbox. Fragezeichen. Beweg dich einmal bitte ganz kurz, bitte. Sicherheitshalber. Wir wollen alle den EP-Buff haben. Jetzt wird gefeiert. In der Nähe deiner Freunde öffnen, damit alle etwas davon haben. Das haben wir vor. Ich drück einfach mal, ne. Jetzt. Perfekt. Wir wollten alle das machen. Bärenmentals. 5 Minuten. Ich hoffe, die werden nicht überschrieben von den... Weiß ich nicht. Aber Intelligenz plus 4 ist auch gut. Habe ich schon genommen. Wir können loslegen. Ich entscheide das jetzt mal. Ach, Gegner killen. Wo sind die roten Punkte? Da hinten. Muss ich ganz genau gucken. Wir werden aber genug Schaden machen. Hi! Zack! Tödliche Rüstungsdurchdringung. Na, 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 na! Spritze, Spritze. Oh, meine Camp-Buffs, meine Camp-Buffs. Schande, wir hätten Blitzi mitnehmen sollen. Nie wieder Full Health Daily Ops mit getarnten Gegnern ohne Blitzi. Alter Schwede, ey. Ich will nicht der Erste sein, der stirbt. Und die Energie braucht wieder richtig lange zum Aufladen. Zack, zersäbel. Sieht heute so gut aus, das Zersäbeln.
Eine Sekunde, nicht, dass sie das geupdatet haben oder so. Die Bröckchen, ihr wisst schon. Da oben muss was sein. Der Dicke. Abgeschlossen. Ein bisschen spät, ne? Wo sind die Hauptziele? Wo, jetzt unten oder oben? Unten, sag ich doch. Hier. Renne, renne, renne.